Suppis Leute, herzlich willkommen zurück zu Samurai Warriors 2. Weiter geht es mit der Sakons Geschichte. Ja, Battle of Yamazaki mal wieder. Kennen wir ja schon irgendwoher, ne? Mal gucken, ob es das gleiche Anfangsvideo ist. That's ridiculous. He's the one who killed Nobunaga. Mitsuhide is only taking his rightful place of succession. It's foolish. What's foolish is him believing that the same thing will not happen again. When it certainly will. Who will make it happen? Nobunaga's other great retainer, Hideyoshi. Sakon Shima of Yamato. For justice, I will fight for Lord Hideyoshi. Interessant. Sakon Shima was a brilliant strategist who once served Shingen Takeda at a young age. In the year 1582, Mitsuhide Akechi assassinated Nobunaga Oda at Honnoji and tried to assume control of the land. Afterward, Mitsuhide contacted the Tsutsui clan, where Sakon resided at the time, to request that they add their strength to his forces. Sakon, however, believed that the next to rule Japan would not be Mitsuhide, but Hideyoshi. He convinced his lord to assist Hideyoshi's army. And soon, Sakon found himself standing against Mitsuhide at Yamazaki. You want to catch your enemy off guard? Then just do the impossible. Chapter 1, Battle of Yamazaki. Want to learn something? Just watch me. So, wir hoffen jetzt mal... Genau, dass das nicht passiert. So, leider ist es passiert. Ich sag jetzt, also leider ist es ein Sound. Ja, es liegt, also ich habe es ja schon in einigen Parts gesagt, aber es liegt leider an dem Elgato-Kabel. Gerade habe ich es versucht gehabt, hat's nach einer Zeit hat es endlich geklappt. Wir machen Überlänge, keine Angst, Leute, wir machen Überlänge. Sofern es klappt. Wenn es nicht klappt, tja, muss ich mir ein neues Elgato-Kabel kaufen. Ich hoffe, man kann das irgendwie kaufen. Müsste eigentlich. Dann wird das leider dauern und wir müssten... Ich werde trotzdem vorsichtshalber mal eins kaufen. Weil wir werden noch einige Spiele für die PS2 spielen. Und wenn das jedes Mal so ein Taram darum ist, da habe ich keinen Bock drauf. So. Ja, komm, machen wir 4 Minuten plus, so ganz ehrlich. Samurai Warriors, da lassen wir uns sowieso die Zeit. Okay, wir sind da unten. Ja. Yeah. Interessant, Sakon auf jeden Fall. Starten wir natürlich. Interessanter Charakter. Sakon Shima of the House of Tsutsui comes to your aid. Ja. Gut, der Kampf ist noch nicht weit fortgeschritten. Yes. Perhaps we can use one of them to our advantage. I refuse to surrender. Doing so would only dishonor the memory of the man I overcame. The key to this battle is Mount Tenno. Everyone,
We must seize it before Mitsuhide does! I won't let that happen. All units, hurry and take Mount Tenno. Keep lining them up, and I'll keep... Nehmen wir jetzt erstmal das Reservecamp hier ein. Sealing off Mount Tenno sounds like a good idea to me. So I am Lord Nobunaga's killer then. If I am to carry the weight of the whole land, that is a small burden to bear. Achso, ich muss nur die beiden da killen, okay. Ja gut, dann machen wir das nur. So, ich würde mal sagen, den hier können wir ja gerade erstmal klatschen. Weil dann haben wir Tenno schon mal vor uns. Mein Plan ist, die Glorie zu nehmen, während du all die Arbeit machst. Okay, aber nicht nur welche kämpfen. Okay, super, der kommt auch direkt zu uns. Weil, wenn wir die beiden hier killen, dann haben wir jetzt erstmal das gerettet. So, dann... Wobei, ich kann ja das Teil hier mal einnehmen, aber... The only way to surpass them is to follow the road which leads around. So, das Teil jetzt erstmal einnehmen. Ja, allgemein, wir werden mit Zarkon höchstwahrscheinlich die gleichen Schlachtfelder, bis auf die Dream-Kampagne, denke ich mal, wie... Ich dachte schon, wir können eigentlich schon hin. Das wäre krass. So, die fliehen, weil dann können wir da schon mal... Können die Truppen da kämpfen, wenn sie wollen. Wir werden jetzt erstmal hier unten uns drum kümmern, dass wir... Dings erobern und... Weil der wird dann oben sonst... Weil sonst wird er hier auf jeden Fall... Ja, da hinten ist einer erschaffen. Okay, den muss ich dann gerade klatschen. Das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich leider nicht mitbekommen. So. Das sieht gut aus. Na, das Reservecamp haben sie mal wieder eingenommen. Passt mir natürlich gar nicht. So, Mount Tenno haben wir jetzt freigenommen. Jetzt wird aber eher... Einheit so Dings schicken. We cannot let Mitsuhide get control of that mountain. The defenses at Mount Tenno are weak. Give the signal to ambush.
Ich weiß nicht, ob das unser Pferd übrigens ist. So, Kanonen haben erstmal da links alles unter Kontrolle. Das ist die So. Das wirst du erstmal nicht machen. Wird er erstmal nicht durchkommen. Erstens, wir kontrollieren die Kanonen erstmal. Ja gut, ich meine, die Mission haben wir jetzt ziemlich oft gespielt. Wo ist denn der Boss hier eigentlich? Okay. Ach, der Commander ist da. Ja, das kann verstehen. Aber trotz. Ja, ich komm noch Pferdchen. Hab dich nur gesucht. So, wir müssen ja eskortieren, weil sonst können wir keine EP. So, da sieht alles gut aus. Dann klatschen wir den jetzt gerade noch weg und natürlich ein Reservecamp. Das auch uns gehören sollte. Was auch passiert ist. So, der ist auch besiegt. Somit dürfte jetzt eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Super. Finde ich auch super, dass hier die Yoshi einfach mittendrin ist. Gut, reicht mir aus. So, der wird jetzt alleine eskortiert sich alleine. Dann kommen wir jetzt unten. Shoyuji. Genau. Sofern er es nicht alleine geschafft hat, weil da sind auch zwei Commander. Weil er wird jetzt gleich höchstwahrscheinlich seinen Hinterhalt spielen. Oder vielleicht gleich schon. Ja, kann sein, dass er es jetzt auch schickt. Ja? Ne, doch nicht. Okay. Wahrscheinlich erst, wenn ich vorbei bin. Ist aber auch nicht so schlimm. Ja, Mitsuhide hat keine Chance halt. Wir kontrollieren die Kanonen da oben halt einfach. Wenn man weiß, wie die Karten funktionieren, ist das echt sau einfach, die Map. Ich hab jetzt keine Ahnung, warum ihr jetzt so lange dafür gebraucht habt. So. Burg gehört uns. So. Das hat er ja nichts mehr. So, dann lassen wir doch mal die... den Dings aufleben. Wir gehen natürlich hier rechts rum. Lassen den Ambush zuschlagen. Kommt ja gar keiner. Uh-oh. We're in trouble now. Es kommt einfach kein Ambush. Ach Leute. Ja gut. Dann machen wir das Trauerspiel hier ein Ende. Ich habe da kein Problem mit. Wenn was nicht kommt, dann kommt's halt nicht. Als ob ich jetzt noch drum bette, gib mir die Kämpfe, so, als ob, ey. Ich wundere mich aber tatsächlich, muss ich sagen, ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, komm, der ist jetzt aber auch gleich down. Was ist das? Your name is Saka.
Kohn, correct? Are these reinforcements you're doing? And if they are, you gonna give me a pass? I suppose I can reward you. Eventually. Oh, das war. Sag, dass das dann noch ein Hand ist. Schön, neuen Move freigeschaltet. So, Pferdchen ist hinter mir. Das sieht alles gut aus. Dann machen wir den Ambush gerade platt. Mache ich eigentlich nur zum Leveln. Tatsächlich, ja. Ansonsten sind mir die Gegner hier eigentlich egal, ja. Aber manchmal muss man die Sachen halt trotzdem machen, weil, ja. So hundertprozentig auf die Computer verlassen man sich sowieso nie. Falls sie es nicht können. Die können es einfach nicht, das ist das Geile einfach dran. Die können es einfach nicht. Du kannst machen, was du willst, sie können es einfach nicht. Die Masse machen. And its ability, not personality, that matters when we're choosing the right lord. Keep lining them up, keep knocking them down. Might like that is a rare find on the battlefield. Cool. Das wäre jetzt keine richtige Bombe, aber hey. Wir getan hat's trotzdem. So. So, der Ambush wurde auch zerstört und wir sind nicht bei Hideyoshi. Nicht Hideyoshi. Ja gut. Ich meine, wir haben eigentlich alles erobert, aber hey. YOLO. Ich habe mich jetzt gerade nur gewundert, warum da noch einer. So, wie zu jeder. Hast du Bock? Ein bisschen Schwertduell machen. Nein, ist respektlos. Die Person hat ja auch wirklich existiert. Späße über eine Person, die wirklich existiert hat, mache ich nicht. Ja. Aber die Zwischensequenzen wären halt mal ganz schön, wenn man die ausschalten könnte. Victories are made long before the battle begins. Nice. Kriegen gleich die Machete. Das gefällt mir doch gleich. Level 9 ist unsere Kunoichi. Speichern tun wir erstmal nicht. Conquest for Kyushu. Oi, die Mission gefällt mir. Oh, look, another master who wants me to join him. I rejected a stipend of 15,000 to wander masterless. I hope you don't expect me to accept any less. How's 20,000? Mitsunari, 20,000 is only half your own stipend. I haven't even announced my name yet. You seem to know a lot for a mere wanderer. I'll take no less than you receive yourself. Do my skills mean that much to you? What I want to buy is the heart so angered by injustice that it rejects high stipends. Who cares if we make the same amount? I want to employ you as my equal anyway. Hold it! In that case, please, allow me to call you my lord.
Just as Sakon anticipated, Hideyoshi won the Battle of Yamazaki, and Mitsuhide's reign lasted for a mere 11 days. Soon thereafter, Hideyoshi defeated his other rivals within the Oda clan, earning the coveted position of Nobunaga's successor. In hopes of unifying the entire land, Hideyoshi then set out for Kyushu. Among the officers in Hideyoshi's camp were his most trusted retainer Mitsunari Ishida and the great strategist Sakon Shima. Some say I don't belong with Mitsunari, but what do they know? Chapter 2, Conquest for Kyushu. Want to learn something? Just watch me. Okay. Das war Machete. An Contrition ist ja, wie ich es mir dachte, es wird wieder die Mission sein. Ja, Kinshio müssen wir wieder schützen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, wie gesagt, geile Mission ist das. Also ich finde die Mission einfach sehr geil. Ginchio's help is essential to this campaign. We can't allow him to lose that pretty head. Keep lining them up. Knocking them down. It is said that good officers make the best warriors. First, we take Tsuruga Castle. That'll be the base of our attack. Ich geh erstmal hier rauf. An overwhelming opponent. Unbeatable odds. This will be interesting. Keep lining them up. Keep knocking them down. Might like that is a rare find on the battlefield. Come then. Let's pay our respects to the Monkey King. Foolish Islanders. We'll put an end to you right now. There they are. All right, I'll show you what a Shimazu can do. Hat sich nicht gerade erledigt, aber ja. Not disappointing. Keep lining them up, and I'll keep knocking them down. Sakon, I am counting on you. You know, I didn't think too hard. Accepted this position, but that's all right. I'll fight for what I said. Keep lining them up, keep knocking them down. That's some very pretty work they're doing up there. Weiß leider, bei denen erkenne ich jetzt eher schwer unter den Leuten, wer normaler Soldat ist und wer Captain dieses kleine Trupps ist so. Aber wir haben hier ein Reservecamp, was ich ganz gerne einnehmen möchte. Ansonsten haben wir gleich einen Kick. Where does all that come? My strength comes from nowhere. It's simply is. Über ihre Story freue ich mich sehr schon, Genchio. Ich weiß nicht, ich freue mich drüber. Weil über sie weiß ich gar nichts auch. Sakon habe ich natürlich schon in einigen anderen Samurai Warriors Teilen gespielt, unter anderem im 3DS Teil. Chronicles, glaube ich, hieß es. Aber nur den ersten Teil, weil der ist hier in Deutschland erschienen. Die anderen Teile haben es leider nicht geschafft. Weil Samurai Warriors immer noch ein Nischenspiel hier ist. Finde ich schade. Ist einfach so ein großartiges Game. Schönes Franchise, finde ich. Und allgemein, was Kohei macht, finde ich super. Also ich spiele gerne Spiele von Kohei, muss ich sagen. Aber ich meine, ich hätte sie jetzt auf der Gamescom 2019 nicht gesehen. Ich meine nicht, ich kann mich irren.
Aber ich hatte auf der Gamescom auch sehr, sehr viel zu tun, leider. Also, in Anführungsstrichen viel zu tun, ne? Na, also wirklich. Ja, gut, ich meine, den einen Tag habe ich wirklich verschwendet. Aber der war trotzdem geil. Wo ich bei Capcom einfach nur war. Aber ich muss auch sagen, alles Wichtige hatte ich tatsächlich auch schon so. Und man muss einfach gucken, lohnt sich das auch so ein bisschen, ne? Also ich gucke mir natürlich auch an, was kriegst du und wie lange wartest du ungefähr so, ne? Man muss auch sagen, also mit dem Spiel irgendwas zu tun, so, ne? Und wenn dann die Antwort nein ist, dann... Ja, sollte man vielleicht nicht spielen. Ja, warte mal. Ich find's krass, dass die da kein... das Camp noch gar nicht haben. Ach cool, der Big Boss kommt schon für die erste Runde. Dann duellieren wir uns. Da wütet einer. Ja. Ich hoffe mal nicht, dass man... Ja, wahrscheinlich müssen wir ihn aber trotzdem spielen. Oder vielleicht in Erweiterung, ich weiß es nicht. Es gibt ja noch Extreme Legend. Das werden wir nach dem hier auf jeden Fall auch spielen. Ja. Auf jeden Fall. Well, I'm satisfied. Let's pull back. The time has come. Attack their main camp while the water is low. Ja gut, das unterbinden wir auch gleich. Distract them and signal for the ambush. Take Tsuruga Castle and cut the Toyotomi front line in half. Keep lining them up and I'll keep knocking them down. Sakon, I am counting on you. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf die Gamescom 2020. Ja, ich hoffe, dass ich sie, ja, ich hoffe einfach, dass ich dabei sein darf wieder. Das ist einfach... Also, das ist einfach was, was ich gerne... Wo ich gerne einfach hin möchte. So. Ich meine, ich bin, glaube ich, von meiner Arbeitsstelle auch so ziemlich der einzige Zocker, richtig. Also, so ziemlich der einzige... Ja, fast ja... Also Zocker bin ich der einzige. Anime ist tatsächlich noch jemand da. Ja. Aber Zocken bin ich so ziemlich der einzige richtige, so, ne? Der auch Retro und so weiter spielt. Die anderen spielen so, ja, FIFA. FIFA, ein bisschen Call of Duty. Ja, ein bisschen Retro natürlich auch so. Aber auch... Ja, aber sonst eher so der neueste Shit, so, ne? Aber auch...
auch eher so, naja, so zwischendurch. Na gut, das Problem ist einfach natürlich, die Arbeit nimmt einen immensen Zeit, die man fürs Zocken benutzt, leider weg. Wird bei mir leider nicht anders sein. Das weiß ich nämlich jetzt schon. Ah, ja. Ja. Deswegen ist es tatsächlich auch schon teilweise so. Wir versuchen natürlich hier trotzdem YouTube aufrecht zu erhalten. Ja. In dem Sinne wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn noch andere Leute hier sind, so, ne? Dass ich mir dann tatsächlich auch mal so ein bisschen keine Gedanken um diesen Kanal hier auch nicht immer machen muss. So. Ich meine, ich bin hier gerne, ich mache das aus Hobby auch. Aber so ein bisschen, ja. So ein kleiner Druck ist trotzdem immer da, weil, ist soweit in Ordnung. Ich bin trotzdem dann sehr bekannt gerade ein. Da erstmal muss ich die hier alle wegklatschen. Erst dann kann ich mich um die hinten kümmern. Ach man. Komm so raus, ich weiß doch, dass du willst. Hat's voll gebracht, Kollege, ne? Merkst du selber. Gut, den haben sie jetzt alleine geklatscht. Merkenswert. Tja, gibt's ja nichts zu retreaten. Wir haben dich ja schon erledigt. Wie willst du denn bitte schon retreaten? Ja gut, retreaten halt in die Hauptfestung. So, ne? Wo wir dann gegen alle drei Nummern antreten können, was halt saugeil ist. Immer noch eine sehr geile Mission. Muss ich sagen, ich finde das cool. So, kurz das Reservecamp hier mal wieder einnehmen, weil ich keinen Bock habe auf die Einheiten da hinten, die eventuell noch einen spawnen wollen. So, und damit das Teil hier. Ich bräuchte eigentlich gar nicht ins Herz springen. Joa, den kriege ich höchstwahrscheinlich. Wisst ihr, was ich ganz interessant finde? Ist, wie unterschiedlich meine Projekte angenommen werden, so. Ich sehe das ja immer anhand meiner Klickzahlen, so, ne? Welche Projekte ankommen. Und gut, Summer of Warriors gehört zu den Kandidaten, die tatsächlich eher weniger ankommen. Wird nicht geguckt. Also, wenig geguckt. Aber ganz ehrlich, ich habe so oft schon gesagt, ich bin trotzdem einer, ich zock die Spiele trotzdem. So, klatschen wir gleich den Größten. Weil ich gerade gut drauf bin. Ne, er stirbt ja auch nicht. Du musst wahrscheinlich gleich zickige Haare oder so kommen.
Nee. Wahrscheinlich kommt erstmal noch die Hojo-Mission. Die neue Hojo-Mission. Jungs, verpisst euch doch mit eurem scheiß Bomber hier. Mann, Feuer Ninjas. Keep lining them up and I'll keep knocking them down. Hab gewonnen oder? I am counting on you. Nö, einer ist noch da. Jetzt tanzen zu viele darum. What am I gonna get a real challenge? Machst du jetzt den Letzte oder? Ja. Ich der Letzte, alles gut. Naja, du hast eigentlich gar nichts gemacht. Ich hab fast jeden Boss geklatscht hier. Ja. Aber ich find's cool, dass der hier immer Zwischensequenzen bekommt. Das finde ich auflockernd. Finde ich. Die Sequenzen sind nämlich nicht schlecht gemacht, so. Dürfte man ganz gerne mehr von sehen und zeigen.